Was ich hier mache, ja, ich versuche gerade einen Nagel in die Wand zu schlagen. Was es damit auf sich hat, das werde ich in einem eigenen Video erklären, warum irgendwelche Nägel in die Wände schlagen keine gute Idee ist und was es da für eine bessere Möglichkeit gibt. Und ich werde dem Mythos auf den Grund gehen, ob in Lehmputz überhaupt sowas hält. Ob man da ein Bild aufhängen kann, hier auf diese Wand. Denn genau das werde ich machen. Ich werde mir hier so ein paar Bilder hinhängen und glaub mir, die werden nicht wieder runterfallen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und alle sind auf jeden Fall brauchbar. Das werde ich aber in einem eigenen Video erklären. Im heutigen Teil geht es erstmal um dieses Material und zwar nicht in diesem gelblichen Ton, sondern das natürliche braune Material. Und zwar genau das, was ich bei dem Fliesenspiegel in der Küche im Untergrund verwendet habe, als Vorbereitung für Lehmglätte. Das seht ihr im heutigen Video. Da wünsche ich euch viel Spaß. Und damit willkommen beim Baustampfer. Und damit willkommen zurück nach einem langen Wochenende. Ist diese Spachtelmasse jetzt endlich trocken? Da bin ich zweimal mit dem Radex drüber gegangen. Das heißt, diese Fläche ist jetzt gut vorbehandelt, schön glatt und bereit für den Lehmflächenspachtel. Der ist hier bereits am Sumpfen. Den habe ich einmal grob angerührt. Den lasse ich jetzt ein bisschen stehen. Ich muss noch ein Telefonat tätigen. Das kann man immer ganz gut dafür nutzen, dass man irgendwelche Dinge macht oder das über Nacht stehen lässt. Noch besser. Das habe ich in den bisherigen Videos immer schon gesagt. Legt eine Folie drauf, macht einen Deckel auf den Eimer und lasst den Lehm sumpfen. Gerade bei dieser Spachtelmasse, die soll schön fein sein. Da sollen keine Klumpen oder so drin sein. Also die feineren Spachtelmassen brauchen immer länger als die gröberen. Wenn ihr so einen Lehmunterputz habt oder so, schmeißt da Wasser rein. Also der ist viel schneller fertig, einsatzbereit als der jetzt. Den kann man wirklich gut durchziehen lassen. Ihr merkt den Unterschied, wenn ihr damit arbeitet und der hat schön gesumpft, dann ist der richtig geschmeidig. Dann kann man den wunderschön auftragen, so wie Sahne, also richtig gut. Das machen wir jetzt und dann sehen wir uns an den Wänden wieder. Die zeige ich euch jetzt mal eben im Detail. So, das hier sind jetzt die Wände. Das ist komplett fest, also hier ist nichts irgendwie lose oder so. Die Verbindung zu den Fliesen ist wunderbar. Glatt ist es auch, also man hat hier so leichte Spachtelriefen, so leichte Kanten, aber bei der zweiten Spachtelung hat man da schon viel rausgeholt. Ich habe jetzt hier nicht geschliffen, also das ist ein ganz normal gespachtelter Untergrund. Der ist glatt, hier sind keine Kanten oder sowas drauf. Ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Rakel drüber, vorsichtshalber, falls da doch irgendwelche Klümpchen drauf sind oder hier unten an der Kante zum Beispiel, dass da soweit alles sauber ist. Und dann spachtle ich den Lehmflächenspachtel vor. Der ist braun, das heißt, nach diesen Arbeitsgängen wird das Tesa einmal entfernt, weil die sind dann so weit weiße Stippen drauf und braune Stippen und das muss dann einmal weg, weil bei der Lehmglätte brauchen wir einen sauberen Untergrund, da brauchen wir nicht noch hier so weiße oder braune Brocken im Randbereich. Das kann nämlich hier dann abplatzen vom Tesa und dann ist das in der Spachtelmasse drin, also in der Edeltechnik. Das heißt, wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir den Untergrund gleichmäßig benetzen, dass wir eine schöne Schicht mit dem Flächenspachtel auftragen. Das ist dann die Haftvermittlung zur Lehmglätte und dann freue ich mich auf die Lehmglätte. Nachdem wir den Lehmflächenspachtel angerührt haben und er schön gesumpft hat und fein ist zur Verarbeitung, geht es direkt los an den Wänden und wir spachteln eine dünne Schicht drauf, sagen wir so 2-3 mm, so dass es halt als Schicht auch fungiert und sehen dabei zu, ganz wichtig, dass keine Spachtelriefen bzw. Kanten entstehen, diese Fettkanten, weil die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Bei der Lehmglätte soll diese Fläche jetzt schön glatt sein, damit wir anschließend keine von diesen braunen Kanten im nachfolgenden Material mit drin haben. Das Schöne hierbei ist, ihr habt wirklich viel Zeit, das Material trocknet euch nicht weg, also es gibt keine Reaktion oder so, sondern es wird maximal etwas trockener, aber da es im Eimer ist und damals immer wieder so ein bisschen aufrühren kann, lässt sich das die ganze Zeit ganz geschmeidig verarbeiten. Bei der Trocknung muss man auf eine gute Durchlüftung im Raum achten, da der Lehm das Wasser in die Raumluft abgibt, muss also auf jeden Fall gelüftet werden, damit der Lehm besser trocknet. So, und das war's jetzt auch schon wieder mit dem Lehmflächenspachtel in der Küche. Ich bin hier gerade auf einer anderen Baustelle, da habe ich diese Decke hier behandelt. Das ist eine Rigipsdecke, die habe ich komplett gespachtelt, geschliffen, tapeziert und heute gestrichen. Das ganze Projekt, das findet sich dann bald auch noch in Videoform auf dem Kanal. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, auch jetzt schon oder wie auch immer, teilt mir das mit, weil ich habe noch nichts geschnitten. Das heißt, ich kann alles im Vorfeld mit einfließen lassen, wenn es jetzt irgendwelche Informationen sind, die ihr wissen wollt, bei jedem dieser Arbeitsgänge. Ansonsten gibt es jetzt beim Lehmflächenspachtel gar nicht so viel zu beachten, zumindest jetzt bei dem Küchenprojekt nicht. Das ist einfach nur eine Schicht, die nochmal da drauf kommt, die als Ausgleich dient und als Haftvermittler. Die sollte halt schön gleichmäßig sein und auch keine Kanten aufweisen, die dann in die nachfolgende Beschichtung reinragen. Alles andere seht ihr dann bei der Lehmglätte. Das Video dazu, das kommt dann auch in Kürze. Und das ist dann der Abschluss. Ist eine sehr, sehr schicke Technik, vor allem dann auf Lehmbasis. Niemand sieht, dass es Lehm ist, weil es halt von der Oberfläche eher so marmorähnlich oder steinähnlich aussieht. Ist aber ein ganz tolles Material. Es ist wunderschön weich, also man kann es anfassen und so. Also es macht richtig Spaß. Das ist schönes Zeug. Ich werde mich jetzt hier mit den Stuckleisten beschäftigen, weil ich werde hier rundum noch Stuckleisten kleben, außer hier an dieser Stelle. Da ist die Decke etwas verjüngt, sage ich mal. Also das wird hinterleuchtet. Hier vorne wird abgehängt mit Gardinen und der Rest
um den Kamin halt hinten auch. Und da hinten über der Tür geht es jetzt weiter bis hier komplett in die Ecke rum. Das werde ich jetzt machen. Da gibt es auch noch einiges, was wichtig ist, was zu beachten ist. Wenn euch Stuckleisten interessieren, guckt gerne auf dem Kanal. Da sind noch schon 3 Videos oder so, glaube ich, gibt es ja schon. Hier kommt auf jeden Fall noch eins dazu. Kann man nicht oft genug drüber reden. Gerade Stuckleisten sind eine sehr schöne Sache, aber ich sag mal, manchmal auch ein bisschen knifflig. Ne? Wenn man sich damit nicht jeden Tag beschäftigt, dann ist das schwierig, sich das mit den Aufgärungsschneiden dann irgendwie vorzustellen. Aber das ist alles halb so wild. Dafür gibt es diverse Tricks und Möglichkeiten, wie man sich da relativ schnell behelfen kann. Ich hoffe erstmal, dass es euch gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Like oder lasst ein Abo da, damit ihr über alles hier benachrichtigt wird und damit andere Leute das besser finden. Ansonsten bleibt auf jeden Fall gesund, eine schöne Zeit für euch und bis zum nächsten Video. Tschüss!